Die Inuits und ihr Glaube. Die Göttin der Inuits heißt Sedna. Die Inuits glauben, dass zum Beispiel Steine, Bäume und auch Berge Seelen haben. Wenn jemand stirbt, gibt ein älterer Mann aus dem Jägervolk den Namen des Verstorbenen weiter, an das nächstgeborene Kind. Die Inuits glaubten nämlich, dass hüllenlose Namensgeister Unglück bringen könnten. Inuit nennt man die Völker, die im Norden Kanadas und in Grönland leben. In Kanada leben insgesamt rund 60.000 dieser arktischen Völker. Die Hälfte ist in Nunavut zu Hause, ein Territorium, das erst 1999 gegründet wurde. Die übrigen leben in den Nordwest-Territorien und im Nordosten auf der Labrador-Halbinsel. Die Inuits lebten bis 1950 auf traditionelle Weise. Sie waren Nomaden und zogen zur Jagd den Tieren hinterher. Gejagt wurde mit Speeren und Harpunen. Wenn auf dem Wasser gejagt wurde, benutzten sie Kanus. Im Winter benutzten sie Hundeschlitten. Im Sommer lebte man in Zelten, im Winter in einem Quarmack. Dafür bilden Walknochen ein Gerüst. Darüber werden Felle gespannt, dann ein Stück mit Gras bewachsenem Boden darauf und noch Schnee. Die Inuits leben aber auch in Iglus. Noch eine Plusinfo über die Inuits. Manche Menschen nennen die Inuits auch Eskimos, aber das ist eine Beleidigung, weil Eskimo bedeutet roher Fleischfresser.